What's up Leute, es ist wieder Dienstag und das bedeutet neues Genshin-Video. Du bist hier, weil du dein Xingqiu noch nicht gebaut hast? Ja, was für ein Zufall, denn hier erkläre ich dir im Detail, wie du dein Xingqiu am besten bauen solltest. Das Schöne an Xingqiu ist, weil er ein Sub-DPS-Support ist, gibt es nicht viele Builds, was ihn sehr leicht zu bauen macht. Wie dem auch sei, viel Spaß. Aber zuallererst, wie spielt man Xingqiu eigentlich? Wichtig für Xingqiu ist eigentlich nur seine Elementarfähigkeit und seine Burst. Das bedeutet, Normal Attacks sind erstmal egal. Xingqiu verbraucht auf dem Feld eigentlich kaum Zeit, ihr wechselt ihn ein, benutzt einmal die Elementarfähigkeit, Partikel einsammeln, wechseln, fertig. Priorität hat nämlich seine Burst, die müsst ihr immer so schnell es geht parat haben, um diesen auf Cooldown spammen zu können. Mit der Burst macht ihr zum einen sehr gut Schaden und gleichzeitig kriegen eure Gegner durch die Wasserschwerter das Hydro-Element, was den Grundpfeiler für Elementarreaktionen legt. Und genau dafür ist Xingqiu da. Warum das so gut ist, er macht alles off-field. Xingqiu ist nie lange auf dem Feld, wenn ihr die Burst und den Skill parat habt, dann haut zuerst euren Skill raus und danach erst die Burst, weil ihr auf diese Weise noch ein paar extra Partikel bekommt. Solltet ihr ihn auf C4 haben, dann zuerst die Burst und danach den Skill. Bereden wir im Constellations Part. So viel zur Spielweise, gehen wir nun auf seine Talente ein. Xingqiu's Normal Attacks bestehen aus 5 normalen Standardangriffen, die einen relativ hohen Multiplikator haben. Überraschend hoch eigentlich für einen Support-Sub-DPS. Trotzdem würde ich euch davon abraten, seine Normal Attacks zu leveln, weil die in seinem Spielstil einfach nie benutzt werden. Auch seine Heavy Attack ist ganz nice, aber in meinen Augen die Ressourcen nicht wert, weil man das sowieso nie benutzt bei ihm. Die Elementarfähigkeit hingegen ist ein sehr guter Move, den ich momentan selber nur auf Level 5 habe, weil ich mich eher auf die Burst fokussiere, aber ich würde euch raten, levelt das auf jeden Fall gut. Denn mit diesem Move ist echt nicht zu spaßen, durch die extrem hohen Multiplikatoren auf höheren Stufen kann der Schaden da enorm werden. Gleichzeitig werden um euch herum Regenschwerter erschaffen, die einen Bruchteil des Schadens abhalten können und gleichzeitig euren Unterbrechungswiderstand erhöhen. Ihr bekommt dabei übrigens ganz kurz das Hydro-Element, also nicht wundern, wenn ihr einfriert oder so mitten im Kampf, das ist deswegen. Es wird aber sogar noch besser, durch Xingqiu's erste Passivfähigkeit regeneriert ihr auch noch 6% von Xingqiu's gesamten LP auf euren aktiven Charakter, also der, der gerade auf dem Feld ist. Für eine Elementarfähigkeit ist das ziemlich gut, aber selbst das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist nämlich Xingqiu's Burst. Mit der Burst erschafft ihr zum einen auch Regenschwerter, die euch beschützen, aber gleichzeitig könnt ihr mit euren Normal Attacks diese Schwerter herbeirufen, die euren Gegnern das Hydro-Element geben. Das ist natürlich auch der Fall, wenn ihr einen anderen Charakter benutzt. Ich spiele Xingqiu ja gerade primär in meinem Ayaka Freeze Team, macht auf jeden Fall extrem Spaß. Es gibt aber Teams, wo Xingqiu deutlich besser ist. Auf diese Teams gehen wir dann aber erst später im Team-Comp-Teil ein. Was auch erwähnenswert ist, seine Burst kostet 80 Elementarenergie. Das ist ziemlich viel, dem müsst ihr entgegenwirken mit Aufladerate. Wie viel, erfahrt ihr gleich. Auf höheren Leveln bekommt euer Xingqiu auch noch die zweite Passivfähigkeit, womit er einen Hydro-Schadensbonus von 20% bekommt. Damit kommt ihr auf diese magische Zahl, war absolut keine Absicht. Und damit sage ich, genug zu den Talenten, ab zu den Waffen. Die allererste Waffe, die ich jedem Xingqiu vorschlagen würde, wäre das Opferschwert. Grund dafür ist, dass Xingqiu's Skill mit 21 Sekunden einen gewaltigen Cooldown hat. Das ist ziemlich lang und kann eure Rotations massiv stören. Das Opferschwert hat aber die Fähigkeit, dass Elementarskills mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, je nach Refinement, die Abklingzeit überspringen. Und da Xingqiu's Skill 2 Attacken sind, habt ihr zweimal diese Möglichkeit. Die Waffe hat auch noch 61,3% Aufladerate, was natürlich enorm bei seinen Energieproblemen hilft. Ihr könnt aber auch das Favonius-Schwert benutzen, das ist auch eine Alternative. Mit der Passivfähigkeit der Waffe könnt ihr Energie wiederherstellen, bringt also auch was. Ich bin aber persönlich Team Opferschwert, also wenn ihr das Opferschwert nicht habt, tut es definitiv auch das Favonius-Schwert, aber Opferschwert ist besser. Moosgrüner Fels, auf Englisch Primordial Jade Cutter, ist übrigens auch eine Wahl, die absolut underrated ist. Jade Cutter boostet nämlich die LP und gibt euch basierend auf eurer LP noch einen Angriffsbonus, was zum einen für die Regenschwerter LP-Regeneration und zum anderen für generellen Schaden ziemlich gut ist. Natürlich gehen auch Mistlitter und Haran gepackte Futsu, das ist aber nur, wenn ihr mehr Schaden wollt. Ihr müsst aber gleichzeitig darauf achten, dass ihr genug Aufladerate habt und das kann ohne eine Aufladerate-Waffe ziemlich schwer werden. Prinzipiell geht das, ja, für mehr Schaden auf jeden Fall, das ist möglich. Ich würde euch aber wie gesagt das Opferschwert empfehlen, denn das gleicht Xingqiu's größten Makel einfach perfekt aus.
Artefakte. Bei Xingqiu's Artefakten sind sich die meisten Leute einig, holt euch das Four-Piece Emblem of Severed Fate oder zu Deutsch das Wappen des getrennten Schicksals Artefakt-Set. Dadurch bekommt ihr nochmal einen Energy Recharge Boost, also Aufladerate, was ziemlich gut ist. Und bei dem Four-Piece Set profitiert eure Burst von eurer Aufladerate, das bedeutet, euer eigentliches Problem, die Aufladerate, wird zu einem Vorteil. Deswegen ist das Artefakt-Set extrem gut für Xingqiu. Ihr könnt in der Theorie auch Four-Piece Noblesse, also Four-Piece altes Hofritual benutzen, um einen Angriffsboost zu geben. Die Sache ist nur, dass Bennett und Xingqiu sehr oft geteamt werden. Bennett spielt man in der Regel mit dem Artefakt-Set und den 4-Piece-Effekt kann man nicht verdoppeln oder so, deswegen macht es keinen Sinn. Ihr könnt aber ein 2-Piece altes Hofritual-Set ausrüsten für den extra 20% Damage-Boost mit der Burst und dann 2-Piece Heart of Death bzw. Tief im Herzen für den Hydro-Schadensbonus, 2-Piece Emblem für extra Energy Recharge, wenn euch noch was fehlt, 2-Piece Attack Percent, also Gladiator, Shimanava oder Zinnober, könnt ihr alles machen, aber 4-Piece Emblem bzw. Wappen des getrennten Schicksals ist in der Regel die beste Wahl. Bevor wir auf die wichtigsten Stats eingehen, müssen wir noch was klären. Wie viel Aufladerate braucht Xingqiu eigentlich? Das kommt ganz auf eure Waffe an. Wenn ihr das Opferschwert spielt, bitte macht es, dann braucht ihr mindestens 180% Aufladerate. Ich würde euch aber tatsächlich 200% empfehlen. Xingqiu ist sehr versatil und passt in viele Teams rein. Deswegen sorgt dafür, dass er gut mit seinen generellen Energieproblemen klarkommt. Wenn ihr das Opferschwert nicht benutzt, dann braucht ihr mindestens fette 240% Aufladerate. Ihr werdet das Problem mit dem Cooldown haben, also auf den Skill bezogen, und das würde ich euch beim besten Willen nicht empfehlen. Wenn es aber nicht anders geht, dann versucht unter allen Umständen 240% anzupeilen. 80 Elementarenergie ist sehr teuer und durch die Skill-Cooldown-Barriere, die ihr nur mit dem Opferschwert umgehen könnt, müsst ihr da leider mehr Aufladerate anpeilen. Mein Xingqiu sieht übrigens so aus, ist ein funktionierender Bild und das passt mir auch so. Versucht mindestens 50% Crit Rate und 100% Crit Damage anzupeilen mit ausreichender Aufladerate, dann sollte euer Xingqiu in erster Linie passen. Was die Artefakte angeht, habe ich ihm als Sandtour Angriff Prozent gegeben, als Kelch Hydro-Schadensbonus und als Haarreif noch etwas Crit Rate. Wenn ihr ihn nur für die Hydro-Applikation wollt, könnt ihr in der Regel die Crit-Stats einfach ignorieren, aber ihr würdet sehr viel Damage einbüßen, also macht das bitte nicht. Das war's eigentlich schon mit dem Artefakt-Teil, kommen wir nun zu den Constellations. Auf C1 wird die Höchstmenge an Schwertern um 1 erhöht, das bedeutet, statt 3 Schwerter habt ihr dann 4 Schwerter um euch herum, die Schaden absorbieren und euch ein wenig heilen. Auf C2 dauert eure Burst 3 Sekunden länger und der Hydro-Widerstand der Gegner wird um 15% gesenkt für 4 Sekunden, wenn sie durch die Burst-Schwerter getroffen werden. Sehr gute Constellation, extrem gut. Auf C3 wird eure Burst um 3 Level erhöht, sehr, sehr gut. Auf C4 wird der Schaden eurer Elementarfähigkeit während der Dauer eurer Burst um 50% erhöht. Das bedeutet, wenn ihr C4 habt, dann macht zuerst die Burst und dann den Skill. Normalerweise ist es andersrum, haben wir am Anfang schon gesagt, aber so macht ihr Bonusschaden und wie gesagt ist Xingqiu's Elementarfähigkeit ziemlich stark, nutzt das also aus. C5 levelt eure Elementarfähigkeit um weitere 3 Level, gute Constellation, und auf C6 macht eure Burst nach jedem dritten Treffer durch eine höhere Anzahl beschworener Schwerter deutlich mehr Schaden und stellt euch parallel auch noch Elementarenergie wieder her. Wenn ihr C6 habt, könnt ihr auf ca. 20% Aufladerate verzichten, wenn ihr Emblem spielt, dann lasst es so, euer Xingqiu ist offiziell broken, herzlichen Glückwunsch. Kommen wir nun zu den Teams. Zuallererst, Xingqiu ist sehr gut in Vaporize Teams. Das bedeutet, er hat eine starke Synergie mit Hu Tao, Diluc und Babygirl Yoimiya. Prinzipiell könnt ihr ihn sogar mit Yanfei Team, damit sie Reaktionen raushaut, das ist eine Möglichkeit. Natürlich gibt es auch das Raiden National Team, eins der besten Teams im Spiel, wo Xingqiu natürlich auch seinen Platz findet. Eine andere Möglichkeit wären Freeze Teams. Ich benutze Xingqiu gerade in meinem Ayaka Freeze Team, da macht er sich auch ganz gut, klappt wunderbar. Worin er aber auch sehr gut ist, ist Hyperbloom. Durch die ständige Hydro-Applikation könnt ihr, wenn vorher Dendro gewirkt wurde, Kerne herstellen, die dann mit Elektro reagieren können, um dann wie Bomben auf euren Gegnern einzuschlagen. Ist auch eine sehr starke Kombi, habe ich eine ganze Weile kombiniert mit Kirchin gespielt, lief echt gut, ich bin zwar später auf Aggravate gewechselt, aber hin und wieder zum Spaß spiele ich das Team immer noch. Falls ihr by the way Tipps zu Aggravate Kirchin braucht, in diesem Video hier, oben unter der Beschreibung verlinkt, erkläre ich euch, wie man Kirchin am besten baut. Aber zurück zu Xingqiu, ich habe ihn damals für den Abyss gebaut und habe auch durch ihn das erste Mal den Abyss Ebene 12 geschafft. Mittlerweile benutze ich ihn leider kaum noch, außer für das Raiden National Team. Nichtsdestotrotz ist er ein absoluter ST-Charakter, in meinen Augen nicht so broken wie der Pyro-Archon, also Bennett, aber immer noch broken. Was ihr by the way dringend tun solltet, ist mir auf Twitch zu folgen, ich streame da manchmal, ein Abochen dazulassen und dem Video ein Däumchen nach oben zu geben. Wenn ihr by the way mal wissen wollt, welche 4-Sterne-Charaktere richtig gut sind, dann schaut euch gerne das Video hier an. Dieses und zwei andere sind gleich in der Endcard zu sehen und damit sage ich Ciao, arrivederci, sayonara und bis zum nächsten Mal.